Wir haben uns selbst die Aufgabe gestellt, das Jubiläum 20 Jahre Sprinter nicht nur mit Luftballons und Konfetti zu feiern, sondern wie würde es der Sprinter feiern? Und wir kamen relativ schnell auf die Idee, alle feiern, einer fährt. Und darum ging es dann noch, das kreativ umzusetzen, dass man versteht, dass der Sprinter nämlich das macht, was er am besten kann, nämlich arbeiten. Bei so einem Konzept steht man vor vielen Herausforderungen. Zum einen diesen Autofilm, zum anderen zeigt man ein Rockkonzert in der Magic Hour, also eigentlich im Dunkeln, mit jungen Menschen. Und stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man das alles innerhalb dieser nur zwei Drehtage dann hin, dass es auch in jedem Teil funktioniert. Also gute Vorbereitung ist da alles und das hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Die Stimmung von einem Rockkonzert zu erzeugen, was gar nicht stattfindet, macht es natürlich am Ende aus. Also haben wir letztlich sehr viel damit zu tun gehabt, Atmosphäre zu kreieren, was natürlich über Kamera und Licht und die Bühne, die in der Tat real gebaut war, dann erzeugt werden musste. Ja, und dann haben wir jede Menge Musik gespielt und diese Leute dann immer wieder eingeschworen auf diesen Moment. Und ja, das sieht man in dem Film nicht anders, wenn wir wirklich da gefeiert haben. Schwierigkeit ist, dass sich 300 Leute nicht bewegen dürfen. Bei diesem Projekt ging es darum, ein Bild zu erzeugen, was wie ein Schnappschuss wirkt. Als hätte irgendjemand an irgendeiner Stelle auf Pause gedrückt und wir diesen Moment einfangen. Das Ganze geht natürlich nur mit einer im Vorfeld sehr dezidiert ausgearbeiteten Previs, die wir schon sehr früh angefangen haben zu erzeugen und in der wir alle Eventualitäten gecheckt haben und die natürlich bis zum Ende der Produktion ganz klar Guideline blieb für alle Schritte, die wir drehen mussten. In der Post-Production besteht die Aufgabe dann darin, alle Puzzlestücke wieder zusammenzusetzen, das Ganze mit Liquid-Simulationen, Partikelsimulationen und Crowd-Simulationen zu addieren. All das, damit am Ende genau dieser Eindruck entsteht von einem Flug durch die Menge auf die Bühne in den Backstage-Bereich.